Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Hey Lisa, machen wir heute Abend eine Pizza? Oh ja, super. Brauchen wir etwas? Tomaten und Käse haben wir noch. Aber kaufst du bitte Schinken? Ja, mache ich. Dazu machen wir einen Salat, okay? Mhm. Dann brauchen wir noch eine Gurke. Kaufst du die bitte auch? Ach ja, und Wasser bitte auch. Danke. Hey Lisa, machen wir heute Abend eine Pizza? Oh ja, super. Brauchen wir etwas? Tomaten und Käse haben wir noch. Aber kaufst du bitte Schinken? Ja, mache ich. Dazu machen wir einen Salat, okay? Mhm. Dann brauchen wir noch eine Gurke. Kaufst du die bitte auch? Ach ja, und Wasser bitte auch. Danke. Nummer 2. Ich nehme 3 Limonaden. Was kosten die? Eine Limonade kostet 2,30 Euro. Das macht dann 6,60 Euro. Nein, 6,90 Euro. Hier, bitte. Vielen Dank. Und 3,10 Euro zurück. Danke. Ich nehme 3 Limonaden. Was kosten die? Eine Limonade kostet 2,30 Euro. Das macht dann 6,60 Euro. Nein, 6,90 Euro. Hier, bitte. Vielen Dank. Und 3,10 Euro zurück. Danke. Nummer 3. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich möchte bitte eine Suppe. Wir haben leider keine Suppe. Aber wir haben Fisch. Der ist ganz frisch. Danke, aber ich mag keinen Fisch. Haben Sie Salat? Ja, natürlich. Gut, dann nehme ich den Salat und ein Wasser bitte. Gerne. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich möchte bitte eine Suppe. Wir haben leider keine Suppe. Aber wir haben Fisch. Der ist ganz frisch. Danke, aber ich mag keinen Fisch. Haben Sie Salat? Ja, natürlich. Gut, dann nehme ich den Salat und ein Wasser bitte. Gerne. Nummer 4. Sonst noch etwas? Moment, Orangen habe ich auch. Das ist alles, danke. Brauchen Sie eine Tüte? Ja, bitte. Hier, bitte. Die kostet 10 Cent. Das macht zusammen 9,70 Euro. Brauchen Sie den Kassenzettel? Nein, danke.
Sonst noch etwas? Moment, Orangen habe ich auch. Das ist alles, danke. Brauchen Sie eine Tüte? Ja, bitte. Hier, bitte. Die kostet 10 Cent. Das macht zusammen 9,70 Euro. Brauchen Sie den Kassenzettel? Nein, danke. Nummer 5. Lilly, gehst du heute zum Supermarkt? Brauchen wir etwas? Ja, wir brauchen noch Brot. Kaufst du das nicht auf dem Markt? Nein, ich habe keine Zeit heute. Okay, dann gehe ich noch in die Bäckerei. Oh, super, danke. Lilly, gehst du heute zum Supermarkt? Brauchen wir etwas? Ja, wir brauchen noch Brot. Kaufst du das nicht auf dem Markt? Nein, ich habe keine Zeit heute. Okay, dann gehe ich noch in die Bäckerei. Oh, super, danke. Nummer 6. Wer kommt dran? Ich bitte. Hallo, Herr Anvers. Nehmen Sie wieder 100 Gramm Schinken? Nein, heute nehme ich 150 Gramm, bitte. Meine Freundin kommt. Ah, okay. Der Schinken kostet heute nur 25,90 Euro pro Kilo. Moment. Ja, dann nehme ich 200 Gramm. Gerne. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Wer kommt dran? Ich bitte. Hallo, Herr Anvers. Nehmen Sie wieder 100 Gramm Schinken? Nein, heute nehme ich 150 Gramm, bitte. Meine Freundin kommt. Ah, okay. Der Schinken kostet heute nur 25,90 Euro pro Kilo. Moment. Ja, dann nehme ich 200 Gramm. Gerne. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Teil 2. 7. Sehr geehrte Fahrgäste, im Moment gibt es eine Baustelle an der U-Bahn-Linie 8. Deshalb ist der U-Bahnhof Emserstraße geschlossen. Fahrgäste zum U-Bahnhof Emserstraße steigen bitte hier aus und fahren mit dem Bus 122. Acht. Besichtigen Sie die fantastischen Sehenswürdigkeiten Berlins mit dem Tourbus Berlin.
Mit Ihrem Ticket können Sie den ganzen Tag durch Berlin fahren. Sie können an jeder Haltestelle aussteigen und einsteigen. Sie bekommen Ihr Ticket direkt beim Busfahrer. Neun. Liebe Besucher und Besucherinnen, unser Museum schließt in 15 Minuten. Bitte gehen Sie jetzt zum Ausgang. Vergessen Sie Ihre Jacken und Taschen in den Schränken nicht. Unser Restaurant hat für Sie noch bis 22 Uhr geöffnet und Sie können dort den Abend genießen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Achtung, eine wichtige Durchsage. Frau Gerlach, bitte kommen Sie sofort zum Kundenservice im dritten Stock. Ihre Tochter wartet dort auf Sie. Frau Gerlach, bitte in den dritten Stock zum Kundenservice kommen. Teil 3. Nummer 11. Guten Tag, Frau Leiner. Hier Praxis Dr. Meubach. Können Sie heute etwas später kommen, so um 16 Uhr? Herr Dr. Meubach hatte heute Verspätung und war erst um 12 Uhr hier. Ihr Termin ist eigentlich um 14 Uhr. Aber da müssen Sie lange warten. Vielen Dank und bis später. Guten Tag, Frau Leiner. Hier Praxis Dr. Meubach. Können Sie heute etwas später kommen, so um 16 Uhr? Herr Dr. Meubach hatte heute Verspätung und war erst um 12 Uhr hier. Ihr Termin ist eigentlich um 14 Uhr, aber da müssen Sie lange warten. Vielen Dank und bis später. Nummer 12. Hallo Anna, hier Vito. Wie geht es dir? Hast du noch Kopfschmerzen und warst du beim Arzt? Heute Abend gehen wir lieber nicht ins Kino. Aber ich kann dich zu Hause besuchen. Um 8, okay? Hallo Anna, hier Vito. Wie geht es dir? Hast du noch Kopfschmerzen und warst du beim Arzt? Heute Abend gehen wir lieber nicht ins Kino. Aber ich kann dich zu Hause besuchen. Um 8, okay? Nummer 13. Hallo Janis, hier Mama. Vielleicht schläfst du ja. Hoffentlich. Hast du noch Halsweh?
Also ich finde, du musst nicht zum Arzt gehen. Trink eine warme Milch mit Honig, das hilft. Ich rufe morgen wieder an. Hallo Janis, hier Mama. Vielleicht schläfst du ja. Hoffentlich. Hast du noch Halsweh? Also ich finde, du musst nicht zum Arzt gehen. Trink eine warme Milch mit Honig, das hilft. Ich rufe morgen wieder an. Nummer 14. Hallo Timo, hier ist Laurin. Ich komme heute etwas später zur Arbeit. Sag bitte Frau Köhler Bescheid. Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad und bin jetzt beim Doktor. Also bis später und danke. Hallo Timo, hier ist Laurin. Ich komme heute etwas später zur Arbeit. Sag bitte Frau Köhler Bescheid. Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad und bin jetzt beim Doktor. Also bis später und danke. Nummer 15. Praxis Dr. Schirmer, guten Tag. Herr Novak, Ihr Rezept ist jetzt fertig. Sie können heute Nachmittag kommen. Die Salbe haben Sie ja schon. Und Frau Dr. Schirmer sagt, den Hustensaft müssen Sie nicht mehr nehmen. Auf Wiederhören. Praxis Dr. Schirmer, guten Tag. Herr Novak, Ihr Rezept ist jetzt fertig. Sie können heute Nachmittag kommen. Die Salbe haben Sie ja schon. Und Frau Dr. Schirmer sagt, den Hustensaft müssen Sie nicht mehr nehmen. Auf Wiederhören.